Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind wieder auf unserer großen Farm. Ja, nach dem gestrigen Abend sozusagen, wo es extrem früh dunkel war, dachte ich, ja komm, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind wieder auf unserem Hof zurück. Eine Traktor steht immer noch am Feld. Bei dem Forstgebiet. Da werden wir vielleicht heute noch ein bisschen weitermachen. Mal gucken. Was ich aber schon gesehen habe. Bei den Kühen habe ich kein Stroh drin. Möglicherweise ist das noch ein Ding vom Safe Game Reset, dass ich das noch vergessen habe. Aber nichtsdestotrotz werden wir das Ganze jetzt mal so machen hier. Mal gucken, vielleicht. Ich glaube, es brauchen. Ah, stimmt, da keine Schläuche. Gut, gefüttert haben wir. Perfekt. Problem ist halt, der einzige Wagen, mit dem ich. Ah, Moment. Nee, wir können das Ganze auch. Ups. Einmal abhängen das Ganze hier. Und dann machen wir das Ganze nämlich schnell mit dem Ladewagen. Der kann ja auch Stroh. Also muss ich heute nicht mit dem Drehschemel hantieren. Okay. Spannend. Der hat Schläuche, der andere nicht. Auch gut. Also wir müssen jetzt da durch. Ist sogar noch offen. Perfekt. Ach, herrlich hier im schönen Morgen. Wir gucken auch gleich mal unsere Produktion an, wie das da ausschaut. So, und dann hätten wir gerne Stroh. Mal gucken, wie das da reingeht. Also nicht in den Ladewagen, sondern bei den Kühen. Ja komm, wir füllen noch kurz mal voll. Wir werden bestimmt nicht alles brauchen, das ist klar. Ein bisschen angestanden. So, also. Bei den Chickens gehen wir an auch noch kurz vorbei. Gucken, wie das ausschaut bei denen. Ja, ihr seht schon, der Misthaufen ist relativ groß geworden durch die ganze Spulerei während dem Safe Game Reset. So, jetzt werden wir das Ganze einfüllen hier. So. So, Mädels, jetzt habt ihr sie wieder bequem. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also knapp die Hälfte ging jetzt da rein. Perfekt. Ich würde sagen, wir werden den Rest wieder in die Scheune schmeißen, dass es nicht feucht wird. So. Und raus damit. Was wir heute auch noch tun wollen, wir wollen denn die Wiese noch kurz vorbereiten. Also das Wiesenfeld. Och nee, da flackert doch schon wieder was. Ich glaube, ich krieg die Krise. Warum flackert denn immer alles? Das gibt's doch nicht. Ach ja, übrigens, das habe ich tatsächlich noch vergessen nachzubauen. Ihr wisst ja, wir haben ja eigentlich da drüben Ballen gehabt. Sind da beim Safe Game Reset nicht mehr zurückgekommen oder mitgekommen. Da muss ich dann natürlich gucken, wie viel das etwa war.
Haben wir eine Presse? Wir haben eine Presse. Habe ich das Skript mit drauf? Frage ist halt, wurde das resettet oder nicht? Oder habe ich das gar nicht mit dabei? Also wir haben 180 Ballen gemacht. Sehr schön, perfekt. Zum Glück habe ich das mit dabei. Wunderbar. Und wir haben das gute Stückchen nur auf unserem Feld genutzt. So, ich mache mit dem nochmal ganz kurz rein. Dann haben wir hier wieder Ordnung. Muss ja schließlich auch sein. Diese Unordnung geht natürlich gar nicht. Okay, bei dem gehen die Schläuche einfach nicht. So, ich müsste das Ganze mal so machen, sonst fahren wir sonst wohin. Da sehen tue ich eigentlich nichts. Da. Ich meine, aber... Ich glaube, sie haben einfach genug. Mich Station wird nicht angenommen. Ja, genau. Okay, sie haben höchstwahrscheinlich einfach schon genug. Anders kann ich es mir sonst nicht erklären. So, also nochmal zum Thema Ballen zurück. 180 Ballen hier drauf haben wir 4, 8, 12, 15 Stück. Also müssten wir uns noch 165 Ballen hierher zaubern. Waren das so viele? Wir haben noch keine Mission mehr mit dem gemacht, oder doch? Korrigiert mich in den Kommentaren. Ich muss mal gar gucken, habe ich das mit dabei oder habe ich das nicht mit dabei? Sind da noch neue Gebäude dazugekommen? Ach, schick. Sehr schön. Eine Hofwerkstatt. Was haben wir hier? Hoftankstelle. Ja, ein bisschen übertrieben. Aber ja, reicht dann bestimmt. Ja gut, 1 Million Liter. Hä? Muss irgendwo Platz haben. Hier auch ein Monster-Silo. Aber irgendwie nice gemacht, muss ich sagen. Nice gemacht. Da haben wir... Was habe ich jetzt gesehen? Ah, das ist auf dem Lonihof. Ah, okay. Ja, die kennt man. LS19. Die kennt man auch. Dieselbe. Die kenne ich ja auch. Das Erdfruchtlager. Schüttgutlager. Wurzellager. Güllelager. Mist. Misthaufen Spezial. Okay. Warum Spezial? Mist im Kompostlager. Ach nein, mit einer Welle in der Mitte. Und dann haben wir hier noch ein normales Silo. Noch ein Silo. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was alles mit dabei ist von der Karte. Ich habe natürlich auch all meine Gegenstände mit dabei, aber das, was ich eigentlich wollte, habe ich tatsächlich nicht mit dabei. Na gut, wie gesagt, ich werde mir hierhin in den Bereich hier irgendein Silo hinstellen. Für Ballen werde das dann komplett auffüllen, denn wenn ich das Ganze hier mit F12 raushaue, dann habe ich den Chaoshaufen des Todes hier. Das möchte ich eigentlich nicht. Ja, und ich glaube, Unterstand für Ballen könnten wir uns leisten, ne? Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, wir haben noch keine Mission mit der Presse gemacht. Weil die letzte Mission, die haben wir ja mit den gemieteten Fahrzeugen gemacht. Und für hier haben wir dann
die Presse genutzt. Stroh haben wir auch nicht gemacht. Du musst mir helfen. Ich glaube, es war nur das eine Feld. 180 Bäume an diesem Feld. Eieiei. Und ich glaube, wir haben ja nicht mal alles. Doch, doch. Zweites Mal haben wir, glaube ich, alles gemacht. Schon viel. So, wie gesagt, ich will das Feld hier noch ein bisschen vorbereiten, weil es ist Februar. Ich glaube, im März kann man Gras wieder ansehen. Und das ist auch der Plan. Also, bald März ist, haben wir hier wieder richtig Action. Apropos Action, ich zeige euch noch kurz die Mission. Die Aufträge. Mäßig, ja? Säen, Baumwolle. Klar, ich könnte das Ding jetzt mieten. Könnte man machen, ich brauche aber Saatgut. Wollen wir das machen? Ach komm, wir machen das. Geräte ausleihen, ne? So. Oh, es funktioniert sehr schön. Sehr schön. Dachte eben, es funktioniert nicht und ist einfach wieder weg. Das wäre wieder mal tolle Sache. Erstens kriegen wir Kohle, zweitens kriege ich dann das Saatgut-Palett weg da unten. Ist nämlich auch immer noch da. So. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal kurz zum Händler. Der müsste mittlerweile auch schon auf sein. Und holen uns einen Steinesammler. Weil wir haben die Steine noch auf dem Feld. Die möchte ich eigentlich weghaben. Weil wir haben ja die Felder gepflügt. Für das erste Mal. Muss ja sein, leider. Muss nicht, aber ich glaube es nicht gepflügt ist minus 15%. So. Hallo, ich bräuchte wieder mal was. Also, Steinesammler haben wir. Wo haben wir den Steinesammler? So, ich würde sagen, wir nehmen einfach den. Oh, was ist denn hier passiert? Spannend. Okay. Wir mieten das Ding jetzt einfach mal für den Anfang. Ich glaube, so viel brauchen wir denn nicht. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, was das jetzt war. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. So, dann kann nämlich der Kollege hier direkt... Ultra wieder mehr Indoor fahren. Okay, da gehen Schläuche auch nicht. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Du fährst jetzt bitte mal zum... Ich glaube, das fehlt... Was war das? 65? Ja. Ah, genau. Mist. Ich glaube, die Kurse sind auch alle weg. Ach nee. Stimmt, da war doch noch was. Ja, dann fahr du mal hin. Stimmt, die Kurse waren weg, obwohl ich die Dateien eigentlich rüber kopiert habe. Keine Ahnung, was das für ein Problem war oder ist. Respektive, wo die Kurse auch gespeichert sind. Ja, shit happens, dann machen wir den Mist halt einfach nochmal neu. So, ja, ist nicht schön, aber selten. So, dann hängen wir dann die ganze Geschichte hier mal an. So. Gut, ich muss mal ganz kurz gucken, wo das Ding steht. Also, vielleicht müssen wir hier nochmal eine Palette kaufen. Ich denke mal, ja, ja. Definitiv.
Also dann holen wir uns nochmal ein... Hier nicht. Palette. Saatgut. Saatgut, Saatgut. Hier. Schwierig, sehr schwierig. Entschuldigung. So, einmal das. Ich befürchte fast, das reicht nicht. Gut, Saatgut brauchen wir sowieso. Spezifisches Saatgut habe ich. Gibt es das eigentlich schon? Also, spezifisch meine ich mit Mais-Saatgut, Dünger, Mais, Weizen, Gerste und so weiter. Müsste ich mal noch gucken, ob es das wirklich noch wieder gibt. Das wäre natürlich nice. Aber für die Mission kaufen wir das Ganze jetzt mal so ein. Ich weiß, es könnte jetzt ein Minusgeschäft sein. Okay, wir sind voll. Wir haben wieder eine Palette hier. Ja, läuft. Also, die Mission, der Auftrag ist auf Feld 95. Das müsste irgendwo da unten beim Holzer. Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal zum Holzer runter. So. Ich glaube. Ja, Ade. Ade ist noch da. Perfekt. Sehr schön. Also dann würde ich sagen, bevor wir da jetzt hier weiterfahren. Hallo Maus. So. Ich springe mir ganz kurz rüber. So. Also, Dell. Der hat 5,1. Ich glaube. Sonst habe ich hier nichts mit 5,1. Ich glaube, alles ist irgendwie 6 oder höher. Das heißt, dann können, machen wir hier einfach nur mal für dieses Gerät hier einen temporären Kurs. So. Also, wir haben hier keinen Kurs. 5,1. Ich mache jetzt einmal 5 im Uhrzeigersinn. Generate Kurs. Sehr schön. Gehen wir da raus. Und jetzt ist die Frage, können wir das direkt aufsammeln? Du kannst mal losfahren. Nein, scheiße, nein, stopp. Ich hab doch jetzt einen nassen Wegpunkt. Warum geht jetzt der weg? Zeigen wir mal den Kurs hier. Ach, Mist. Das heißt, ich muss dann kurz in die. Aber das ist auch witzig. Der Feldrandkurs ist noch da, der Rest nicht. Okay. Ja. Also das heißt, wir zerstören mal diesen Kurs. Nope. Jetzt gehe ich mal da ins Menü rein. Ach nö. Aha, halt, wo sind wir denn? Doch, wir haben alles noch da. Sehr schön. Ich dachte doch, wir hätten das nicht mehr. Aber hier, das Problem ist nun. Wie kriege ich jetzt diesen Kurs hier weg? Karte verschieben. Randkurs zeichnen. Zeichne Linie mit Rechtsklick. Okay. Spannend. Aber eigentlich war das nicht der Plan. Nein. Wie kriege ich das Ding jetzt weg? Einfach da draufklicken und Randkurs löschen. Zack.
So. Ja, das heißt jetzt leider, ich muss jetzt hier zuerst den Kurs nachfahren. Okay, das heißt in dem Fall Planänderung erneut. Hier haben wir aber nicht schön gearbeitet, oder? Also, dann machen wir das Ganze mal so. Du... falsche Karte. Du fährst jetzt mal runter. Soll ich kurz selber runterfahren? Wir haben doch eigentlich gar keine Zeit. Ja, an den Feldrangkurs habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Das heißt aber auch alle Kurse auf dem Feld 65. Die passen in dem Fall nicht mehr. Das heißt, die machen wir definitiv neu. Schade, Limonade. Okay, der hat definitiv ein bisschen länger, bis wir da sind. Einen gemütlichen 43 dahin. Darunter. Ich würde mich doch bestimmt... Nee, es ist ja eigentlich direkt vis-à-vis vom Holz. Also theoretisch gesehen könnten wir den... Komm, lassen den jetzt dann runterfahren. Wir haben keine Zeit für das, um das selbst zu machen. Ich ahne aber schon Böses. Da, du kannst mal losfahren. Der da wirklich durchkommt, ich weiß es nicht. So, also, das heißt... Dann machen wir den Feldrangkurs. Ich werde das Ganze jetzt halt leider ein bisschen von hier aus machen müssen. So, jetzt gehen wir da wieder ins Menü rein. Nein, muss ich glaube gar nicht. Muss ich nicht. Weil ich kann hier einfach nur aufnehmen. Und ich glaube, wenn ich da hier so schön mittig bleibe... Sollte der Kurs dann eigentlich auch passen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und wenn er auch leicht außerhalb des Feldes ist, ist auch egal. Lieber draußen als drin. So. Das wird definitiv spannend, wenn wir hier am Arbeiten sind. Es ist definitiv ein bisschen steil geworden hier, ha? Definitiv ein bisschen steil. So. Ja, aber was sein, man muss sein. Nice wäre halt gewesen, wenn man nur einen Teil des Kurses löschen hätte können und nur den überarbeiteten Teil nochmals neu hinzufügen, sozusagen, oder verbinden. Aber ich glaube, hier haben wir vielleicht auch noch ein bisschen am Feld gebastelt. Glaube ich. Da war das schon früher so nah. Könnte sein, dass es früher schon so nah war. Könnte natürlich sein, ne? Ich glaube, so geht's auch. Einfach gucken, dass wir hier ein bisschen im Feld drin, außerhalb des Feldes bleiben. Nein, dann funktioniert das eigentlich schon einwandfrei. Wir lassen jetzt das Ganze da wirklich mal alles im Gras. Das kann man ja schließlich gut verkaufen. So. Und wenn wir halt mal irgendwo ein bisschen zu weit drin sind, dann ist das dann halt auch so. So. Ich hab's dann gleich geschafft.
So, die weiße Fläche vom Kalk ist so von so her zum Schauen ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hoffe für euch nicht unbedingt. Was sind denn die Punkte? Ja? Das stimmen eigentlich schon und sie sehen einfach nur ein bisschen, irgendwie ein bisschen verschoben aus. Eigentlich wollte ich doch noch zu der Produktion gucken gehen, wie die ausschauen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann werden wir den Kollegen da unten gleich starten. So. Letzte Kurve. Ja, passt fast, ja. So, das heißt, yes. Okay. CP1. Und da machen wir jetzt draus, umbenennen. Feld 65. Okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Das müsste eigentlich passen. Aber der Weg ist eigentlich auch viel zu breit für diesen Traktor. So. Aufklappen bitte, jawohl. So, keinen Kurs. Du darfst nochmal generieren. Sieht ähnlich aus wie vorher. Nur es passt diesmal. Dann kannst du gleich. Wo ist der Start? Hier vorne. Du kannst gleich hier mal loslegen. Frage ist halt wirklich: Sammelt er die Steine und bringt er die, oder könnte er die dann gleich wegbringen? Frage ist: Wo bringen die Steine hin? Wir machen kurz mal den Kollegen da unten. Hier sehen wir unseren anderen. Den gehen wir auch noch angucken. Das ist ja gleich nebenan. Aber es hat anscheinend direkt funktioniert hierher. Hä? Suchen. So. Ohne Schwierigkeiten. Sehr gut. Also das Feld hier drüben ist, müsste das sein. So, bitte einmal auf. Man muss hier schon extrem nah ran, dass es aufgeht. Schon ein bisschen besser. So, ich würde sagen, wir starten gleich oben links an der Ecke. Oder besser gesagt unten links so gesehen. So, jetzt klappt mir die ganze Geschichte mal auf. Warum ich hier schon ansehen kann, Baumwolle ist das einzige, das man hier im Februar schon ansehen kann. Ich weiß, Baumwolle. So, also das heißt, hier bitte einmal. Moment. Nicht verfügbar für Baumwolle. Okay. Also sprich variable Saatstärke lassen wir in dem Fall. Und bitte einmal runter. Und bitte ansehen. Und auch hier kein Kurs. Und wir gehen ebenfalls wieder im. Na. Mal gucken, was er macht. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Und wir haben auch kurz gucken. Nein, überhaupt nicht perfekt. Überhaupt nicht perfekt. Vorgewende wollen wir doch. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir machen drei Stück.
Genau, da ist nämlich die im Uhrzeigersinn. Genau, das hat mir gefehlt. So, dann generieren wir die Geschichte. So. Und dann haben wir den Punkt nämlich gleich da vorne. Und ich würde sagen, ich fahre einfach mal dahin. Grob. Der übernimmt jetzt von hier. Sehr schön. Perfekt. Der kann das jetzt machen. Und dann gehen wir mal hierher. Warum sind die heller als die? Muss man das jetzt verstehen? Und du, was machst du genau? Was ist dein Auftrag? Nee, du, stopp! Habe ich denn vergessen zu starten? Oder ist er einfach, das ist wieder dieses Ding, hä? Direkt vom Traktor aus auf einen Punkt der Karte zu springen, das haben sie wohl nicht so gerne. Na gut, ich würde sagen, wir lassen den Kollegen mal. Den Rest gucken wir dann später an. Oh. Steine sollten wir doch theoretisch gesehen hier sehen, ne? Wir haben eigentlich nur, also keine Ahnung, was hier gelaufen ist, aber da haben wir auch noch Steine. Die werden wir noch runterholen. Oder, tatsächlich, nur dieser Streifen. Ja, gut, Safe Game und solche Sachen haben. Ja, also ich würde sagen, der ist fleißig dabei. Der sammelt fleißig. Kann dieses komische Schild jetzt wieder weg, bitte? Muss das jetzt da sein? Oh, come on. Ich möchte noch einen schönen Screenshot machen von euch beiden hier. So. Perfekt. Ja, wie gesagt, der wird jetzt hier weiterarbeiten. Dass wir ein schönes steinfreies Feld haben, weil auf der Wiese und Steine mit dem Mähwerk nicht gut. Darum machen wir das Ganze jetzt schön. Sieht auch wieder ein bisschen angenehmer aus für die Augen mit dem Braun und dieses Weiß dann weg ist vom Kalk. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie noch in die Precision Farming Geräte reinzählt. Ich glaube nicht. Na gut, ich verquatsch mich wieder. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss, bye bye.